verehrten Damen und Herren. Der Ring des Nibelungen an einem Abend. 15 Stunden Musik also. Eine solche Veranstaltung verlangt eine eiserne Konstitution. Ich bewundere Ihre Entschlossenheit. Aber so groß ist das Abenteuer nun doch nicht. Leider hören Sie Wagners Werk um etwa 12 Stunden gekürzt. Ein schmerzhafter, wenn nicht unverantwortlicher Eingriff, der nur mit den Zielen dieses Abends zu entschuldigen ist. Bei den Freunden Wagners die Sehnsucht nach dem Ganzen wachzurütteln und seinen Gegnern Gelegenheit zu geben, ihre bisher haltlosen Vorurteile endlich überzeugend begründen zu können. Die Täter im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte sind eigentlich ganz nette Leute. Nur eine gemeinsame Leidenschaft wird ihnen zum Verhängnis. Sie wollen mehr besitzen, als sie sich leisten können, mehr Macht, als ihnen zusteht. In blindem, lieblosen Gewinnstreben vernichten sie sich selbst und ihre Welt. Zum Glück gibt es ja dergleichen nur auf der Opernbühne. Im Rheingold. Das Rheingold. Der erste Teil der Tetralogie beginnt in jener vorgeschichtlichen Zeit, in der es noch möglich war, im Rhein zu baden. Getragen von 136 Takten in S-Dur versinken wir über den Grund des Flusses an den Ursprung der Welt.
dem plötzlichen Auftauchen der Rheintöchter, drei unbekleideten, passionierten Schwimmerinnen, ist das Ende der Unschuld vorprogrammiert. Das bekannte Gesangstrio singt ebenso gut unter wie über Wasser und hört auf die Künstlernamen Woglinde, Wellgunde, Floßhilde. Unverantwortlicherweise sind die Damen mit der Bewachung eines hochbrisanten Wertobjektes, des sogenannten Rheingoldes, betraut, ohne im Mindesten hierfür geeignet zu sein. Sie lassen sich vor Ort ansprechen von einem gewissen Alberich aus Nibelheim. Die Damen wittern willkommene Kurzweil und treiben mit dem zwergenwüchsigen Voyeur ein aufreizendes, übles Spiel, wobei sie seinen Stolz als Liebhaber empfindlich verletzen. Schließlich geben sie in Kicherlaune auch noch das Betriebsgeheimnis preis. Maßlose Macht über die Welt fällt demjenigen zu, der das Rheingold zu einem Ring zu schmieden vermag und dafür zeitlebens auf Liebe verzichtet. Kein Wunder, Alberich fühlt sich ohnehin um den erotischen Erfolg betrogen und greift stattdessen nach der Weltmacht. Er flucht auf die Liebe, raubt das Gold und verschwindet in Richtung Nibelheim. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Wenn die Rheintöchter, sagen wir mal, etwas entgegenkommender gewesen wären, hätte man sich drei weitere aufwendige Opern sparen können. Thank you.
Szenenwechsel nach oben in die noblen Regionen der Götter. Im Hintergrund erhebt sich ein Felsmassiv. Sein Gipfel hat durch einen voluminösen Neubau seine natürliche Schönheit eingebüßt. Auf einer Wiese im Vordergrund schläft der Bauherr. Neben ihm erwacht seine Gattin Fricka und eröffnet mit den Worten: Wotan, Gemahl, Rache. Eine dieser klassischen ehelichen Auseinandersetzungen, die dem Ehemann keine Chance bietet. Natürlich ist die Ehefrau im Recht. Leider macht sie das nicht sympathischer. Was war geschehen? Wotan ließ durch die Firma Fasold und Pfaffner den aufwendigen Familiensitz Walhall errichten, als Festung gegen die zerstörenden Mächte des Bösen, ohne seine Frau über eine skandalöse Besonderheit dieses Bauvorhabens zu informieren. Hatte er doch in Ermangelung des nötigen Kapitals den Brüdern Fasold und Pfaffner die Göttin Freya, seine eigene Schwägerin, als Honorar zugesichert. Eine Regelung, die auch im harten Geschäftsleben unserer Tage eher zu den Ausnahmen gehört.
Gebrüder Fasold und Pfaffner, zwei Bauunternehmer mit der Schuhgröße 58, treffen ein, um vertragsgemäß die Göttin Freya abzuholen. Diese hat nicht die mindeste Lust, ihr Leben künftig an der Seite zweier Monster zu verbringen und protestiert energisch bei ihrer Familie. Leider vergeblich. Ein Augenblick von hoher Peinlichkeit. Da erscheint in letzter Minute der missliebige Feuergott Loge, der seinerzeit den unseligen Vertrag mit ausgehandelt hatte. Als amoralischer Intellektueller ist er der Einzige, der Wotan noch aus der Patsche helfen kann. Loges Lösung ist verblüffend einfach, wenn auch außerhalb der Legalität. Man brauche nur in einer Nacht- und Nebelaktion nach Nibelheim zu fahren, Alberich seiner immensen Goldrücklagen zu berauben und diese den Riesen im Austausch gegen Freya anzubieten. Der Vorschlag wird mit Erleichterung aufgenommen und sofort in die Tat umgesetzt. In Nibelheim, einem unterirdischen Großbetrieb, der das Tageslicht scheut, treffen Wotan und Loge auf Alberich und seinen Bruder Mime. Alberich ist es gelungen, aus Teilen des Rheingoldes den weltbeherrschenden Ring zu schmieden. Aber die neue Machtfülle ist ihm offensichtlich nicht gut bekommen, denn seine geistige Entwicklung hat mit dem Kapitalzuwachs nicht Schritt gehalten. Ein Symptom, das ihn eng mit uns verbindet. Alberich fällt auf einen üblen Trick herein. Arglistig beint Loge, Alberich könne vieles, aber sich in eine Kröte verwandeln könne er wohl nicht. Das mag Alberich nicht auf sich sitzen lassen. Und schon führt er mit Hilfe eines von Mime geschmiedeten Tarnhelms das Kunststück vor. Blitzschnell bringen Wotan und Loge die Kröte in ihre Gewalt. Der wieder sichtbare Alberich wird des Tarnhelms beraubt, gefesselt ans Tageslicht geschleppt und gezwungen, alle dem Rhein entnommenen Wertgegenstände auszuliefern. Mit der fadenscheinigen Begründung, er habe sie ja auch nur gestohlen. Als letztes reißt Wotan dem unglücklichen Alberich den Ring vom Finger. Erst dann erhält der Nibelung seine ärmliche Freiheit zurück. Fast ist man auf seiner Seite, wenn er den Ring, dieses Symbol liebloser Weltmacht, für alle Zeiten verflucht. Ich bin
göttliche Gesellschaft lässt sich von Alberichs Fluch nicht die Stimmung verderben. Auch die Übergabe des Rheingoldes an Fasold und Pfaffner erfolgt ohne Zwischenfälle. Aber dann fordert der Riese Fasold auch noch den Ring des Nibelungen an Wotans Finger. Die Krise ist da, das Tauschgeschäft droht zu platzen, Freier scheint verloren. Da erhebt sich aus der Tiefe der Unterbühne die allwissende Erda. Mit wohlklingender Altstimme rät sie Wotan in Cis-Moll auf den verfluchten Ring zu verzichten. Andernfalls sei eine Götterdämmerung nicht zu vermeiden. Wotan ist vom klugen Charme dieser Frau fasziniert und wirft gehorsam den Ring zum Lösegeld. Sekunden später trifft Alberichs Fluch das erste Opfer. Fafner erschlägt seinen Bruder Fasold im Streit um den Ring. Die Götter sind noch einmal davongekommen und beziehen frohgemut ihr monströses Walheim. Nur Loge mag den neuen Lebensstil der High Society nicht teilen. Lustvoll malt er sich ihr unrühmliches Ende aus. Und in der Tiefe jammern die törichten Töchter des Rheins. Thank you.
In den Jahren zwischen Rheingold und Walküre muss Wotan in Hochform gewesen sein. Damen aus den besten Kreisen schenkten ihm 8 gesunde Töchter. Vor allem blieb der weitere Gedankenaustausch mit Erda nicht ohne Folgen. Das gemeinsame kräftige Kind heißt Brünnhilde und ist seine Lieblingstochter. Wotan bildete sie mit ihren 8 Halbschwestern zu Walküren aus, einer berittenen weiblichen Eliteeinheit zur Verteidigung Walhalls. Auch fand der erstaunlich potente Gott unter dem Decknamen Welse Zeit für eine leidenschaftliche Affäre mit einer Menschenfrau. Sie gebar ihm die Welsungen Siegmund und Sieglinde, ein Zwillingspaar, das sich allerdings bald aus den Augen verlor. Mit diesen Lustbarkeiten verfolgt Wotan offensichtlich nur ein Ziel, den Ausbau einer vertrauenswürdigen Hausmacht. Leider bleibt das alles verlorene Liebesmüh, solange der Ring des Nibelungen sich im Besitz des unberechenbaren Unternehmers Fafner befindet. Aber Wotan kann sich illegale Gewaltakte und Vertragsbrüche nicht mehr leisten. Er wäre als oberste Instanz für Recht und Ordnung ein für allemal erledigt. Doch wie alle Politiker weiß Wotan in jeder hoffnungslosen Lage einen gottgewollten Ausweg. Ein anderer nämlich, kein Gott, ein ahnungsloser freier Mensch müsste ohne Auftrag, wenn auch unmerklich geführt, in aller Unschuld also, diesen lebensgefährlichen Ring in seine Gewalt bringen und ihn, wenn es denn sein muss, mit freundlichen Grüßen den Rheintöchtern zwecks Entsorgung zurückerstatten. Da kommt nur einer in Frage, Siegmund, Wotans außerehelicher Sohn, den er hinter Frickas Rücken für diese Aufgabe erzogen hat. Wenn sich der Vorhang zum ersten Akt der Walküre öffnet, fällt der Blick auf einen meterdicken Eschenstamm, der das Dach eines rustikalen Wohnraums trägt. In Griffhöhe steckt ein Schwert namens Lotum. Wotan stieß es gelegentlich hinein, um es Siegmund unauffällig zuzuspielen. Und wie es sich so trifft, nur sein Sohn verfügt über eine ausreichende Muskulatur, um es termingerecht herauszuziehen. Nach kurzem Vorspiel taumelt ein erschöpfter Flüchtling ins Haus der Eheleute Hunding. Der Hausherr, ein schwerer Bass, erkennt in dem Fremden einen Heldentenor, seinen Todfeind, fordert ihn zum Duell bei Tagesanbruch und geht zu Bett. Vorsorglich verabreicht die Hausfrau dem Gatten das gewohnte Beruhigungsmittel in etwas stärkerer Dosis als gewöhnlich. Alleingelassen ist das junge Paar nicht mehr zu halten. Der Fremdling zieht mühelos das Schwert aus dem Stamm und wir erleben die Wiedervereinigung der Zwillingsgeschwister Siegmund und Sieglinde. Es handelt sich dabei um Inzest und Ehebruch. Man ist begeistert. Nur Hunding verschläft eine der eindrucksvollsten Liebeserklärungen der Opern. Thank you.
Bis jetzt klappte eigentlich alles vorzüglich. Siegmund besitzt seine Wunderwaffe und wäre gegen Fafner einsatzbereit. Davor liegt allerdings noch das Duell gegen Hunding. Das könnte zwar als ungefährliches Training betrachtet werden, aber Götter scheuen das Risiko. Wotan befiehlt also der Walküre Brünnhilde, seiner Lieblingstochter, Siegmund im Kampf gegen Hunding zu unterstützen. Brünnhilde ist glücklich über diesen Auftrag des Vaters und galoppiert aufjauchzend davon. Frau Fricka betritt die Bühne. Sie neigt bekanntlich dazu, Dinge zu verurteilen, die anderen Freude machen. Zum Beispiel Ehebruch. Wie alle Ehemänner nimmt Wotan Verfehlungen dieser Art von der heiteren Seite, solange es nicht die eigene Frau betrifft. Nicht so Fricka. Als Wahrerin der sittlichen Ordnung verlangt sie von ihrem Mann den Eid, die schamlosen Vorgänge um Siegmund und Sieglinde zu beenden. Das bedeutet Siegmunds Tod und für Wotan vorerst keine Hoffnung auf ein passables Happy End. Aber er befürchtet eine zweite Ehekrise und gibt nach. Seine Autorität zu Hause ist eben doch bescheidener als bei dem Geländeritt mit den Walkühen. In tiefer Resignation erklärt Wotan seiner Tochter die Gründe für den geänderten Befehl, nicht Siegmund, sondern Hunding den Sieg zu sichern. Sich selbst wünscht er nur eines noch, das Ende. Brünnhilde glaubt nicht recht gehört zu haben, fügt sich aber zunächst dem Vater. Noch in derselben Nacht erscheint sie Siegmund, um in rührender, fast zärtlicher Behutsamkeit ihm das bevorstehende Ende leicht zu machen.
Siegmund ist also von der Verheißung eines ewigen Heldenlebens in Walhalls Glanz und Gloria ohne Sieglinde nicht im Mindesten beeindruckt. Brünnhilde, die einen derartigen Liebesbeweis von Männern ihres eigenen Bekanntenkreises noch nicht erlebt hat, ist überwältigt. Und sie missachtet den Befehl des Vaters. Als wenige Augenblicke später Hunding auf dem Kampfplatz stürmt, feuert Brünnhilde den Welsung an. Triff ihn, Siegmund, traue dem Schwert. Das hätte sie besser nicht getan. Außer sich fährt Wotan dazwischen, zerschmettert Siegmunds Waffe und sorgt so für das unrühmliche Ende seines Sohnes, auch wenn ihm, weiß Gott, nicht danach zumute ist. Im nächtlichen Chaos sammelt Brünnhilde geistesgegenwärtig die Bruchstücke des Schwertes, flieht mit Sieglinde zu ihren Schwestern und erbittet Schutz vor dem wütenden Vater. Die Walküren singen zunächst ein bekanntes Konzertstück und empfehlen dann Sieglinde, sich in einem ostwärts gelegenen Wald zu verbergen. Als Sieglinde tief deprimiert am Sinn ihres Lebens zweifelt, zeigt sich Brünnhilde besser informiert. Sieglinde habe keinen Grund zur Klage. Schon in einem Dreivierteljahr werde sie Mutter eines Helden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen habe. Der werde das Schwert wieder zusammenschmieden und einen Namen habe sie auch schon. Siegfried. Getröstet rafft Sieglinde die Teile des Schwertes zusammen und flieht in die Nacht. Die vor Angst schreienden Walküren nehmen Brünnhilde in ihre Mitte, um sie vor dem Zorn des Vaters zu schützen. Thank you.
Gebilde aus ihrem Versteck. Hier bin ich, Vater, gebiete die Strafe. Und wieder ist dieser Gott nicht frei in seiner Entscheidung. Soll die staatliche Ordnung aufrechterhalten bleiben, gibt es auch für seine Tochter keine Ausnahme. Für Brünnhilde bedeutet das nicht nur Ausschluss aus der Ehrenlegion der Walküren und Verlust aller göttlichen Eigenschaften. Sie wird auch noch dazu verurteilt, als sterblicher Mensch, schlafend auf freiem Feld, dem ersten Besten zu gehören, der sie haben möchte. Auf ihre verzweifelte Bitte gewährt der Vater eine Milderung. Er wird einen Ring aus Feuer um seine Tochter legen, um sie vor unwürdiger Willkür zu schützen. Wenigstens Furchtlosigkeit soll ein fremder Mensch beweisen, bevor er sie berühren darf. Dann vergessen Vater und Tochter alle Regeln der Staatsräson. Sie fallen sich in die Arme und nehmen für immer voneinander Abschied. Thank you.
man sich doch täuschen kann. In Wahrheit liegt Brünnhilde nun schon seit 20 Jahren im Tiefschlaf. Den Riesen Fafner hat sein immenses Kapital stark verändert. In einer umwaldeten Höhle verwandelte er sich in ein wurmartiges Scheusal und wälzte sich über seine Vermögenswerte. Ganz in der Nähe hat sich auch Alberichs Bruder, der Zwerg Mime, angesiedelt, um Fafner bei der geringsten Unvorsichtigkeit das Kapital samt Ring wieder abzunehmen. Eines Nachts taumelte Sieglinde unangemeldet in Mimes Behausung und machte ziemliche Umstände. Sie genas eines Knaben und Mime sah sich genötigt, bei der Entbindung behilflich zu sein, was die Wöchnerin allerdings nicht überlebte. Ihre einzige Hinterlassenschaft bestand außer dem Kind in einem zertrümmerten Schwert. Seitdem ist der gelernte Schmied Mime vergeblich bemüht, die einzige Waffe zu schmieden, mit der Fafner zu erledigen ist. In dieser asozialen Umgebung wächst der kleine Siegfried auf. Aus dem Säugling ist ein sympathischer Modellathlet geworden. Ein unbekümmerter, fröhlicher Naturbursche, wenn auch mit schlechten Manieren. Das Gegenteil also von seinem Großvater Wotan. Zu Beginn des Dramas Siegfried haben die zwischenmenschlichen Beziehungen in der veralteten Waldschmiede ihren Tiefpunkt erreicht. Mime heuchelt väterliche Liebe, Siegfried verabscheut seinen Ziehvater mit der ganzen Taktlosigkeit antiautoritärer Kinder. In einer gereizten Aussprache fordert Siegfried die Wahrheit über seine eigene unerfreuliche Herkunft. Thank you.
Mit Siegfrieds Daumen an der Kehle wird Mime gesprächig. Widerwillig berichtet er vom Ableben Sieglindes und nörgelt über den schwachen Lohn, den er für Mühe, Kost und Pflege des Neugeborenen erhalten habe. Nur das kaputte Schwert. Siegfried reagiert mit einem Ausbruch kindlicher Lebenslust. Sofort habe ihn Mime, dieses Schwert zu reparieren. Dann werde er sich hinausschwingen in die Welt und allen zeigen, was eine Harke ist. Er enteilt ins Unterholz und lässt einen Mime zurück, der zutiefst beklagt, keinerlei Kenntnisse im Schmieden moderner Kampfschwerter zu besitzen. Da tritt der große Unbekannte über die Schwelle. Ein Wanderer, einäugig mit Schlapphut und Speer. Auch von den hintersten Parkettreihen unschwer als Wotan aufzuhalten. Der Göttervater hatte sich nach der durchlittenen Katastrophe aus Ehe und Berufsleben resigniert zurückgezogen, um nur noch das zu tun, was seine Frau immer am meisten geärgert hat, herumzuschweifen. Aber er wäre kein Gott im Ruhestand, würde er den Gang der Dinge nicht weiter im Auge behalten, um im Bedarfsfall vorsichtig nachzuhelfen. Nun hat er ja mit seinem Enkel Siegfried wieder ein Eisen im Feuer. Er kommt also ganz zufällig mal vorbei und verwickelt den enervierten Mime nach Quizmaster-Art in ein gegenseitiges Ratespiel mit hohem Einsatz. Eine falsche Antwort kostet den Kopf. Wotan amüsiert sich. Zunächst geht alles glatt, aber dann gerät Mime in tödliche Verlegenheit. Auf die letzte, entscheidende Frage Wotans, wer schmiedet das Schwert Wotung neu, weiß Mime keine Antwort und verspielt sein Zwergenhaupt. Im Gehen gibt Wotan dem verzweifelten Mime einen Tipp. Wer das Fürchten nie gelernt hat, der schmiedet Notum neu. Und dem überlasse er auch Mimes Kopf. Thank you.
Liebe ist nicht zu beneiden. Einerseits braucht er ein Schwert und einen furchtlosen Drachentöter. Andererseits verliert er seinen Kopf an Siegfried, wenn der nicht rechtzeitig das Fürchten lernt. Jedenfalls zeigt Siegfried bei der Schilderung des gefährlichen Riesenwurms Fafner nicht die geringste Furcht. Im Gegenteil, frohlockend wittert der Jüngling eine Heldentat. Schon ist er mit allen Finessen des höheren Schmiedehandwerks vertraut, hämmert Notungseinzelteile zusammen und singt dazu auswendig zwei mehrstrophige Lieder. Das fertige Werkstück lässt Siegfried übermütig auf den Amboss sausen. Leider zerfällt dieser schon während des Ausholens in zwei Teile. Auch der Vorhang fällt rasch. Der zweite Akt spielt vor der Höhle des Riesenwurms Fafner. Zunächst schleichen zwei alte, verfeindete Interessenten um den heißen Brei, Wotan und Alberich, die sich nur darin einig sind, dass ein anderer die Kastanien aus dem Feuer holen wird. Eine Viertelstunde später erscheinen Siegfried und Mime. Nach kurzem Gespräch weiß der Zwerg, dass der furchtlose Siegfried den Saurier schlachten wird. Auch gut, denn der Held wird durstig sein nach der Tat und mit einer vergifteten Erfrischung wäre der eigene Kopf zu retten und das fafnische Vermögen. Mime geht nach links ab. Siegfried lagert sich unter einer Linde, wo ihn Wagner 12 Jahre sitzen lässt, um schnell mal den Tristan und die Meistersinger zwischendurch zu... Erst dann beginnt Siegfried, über seine Eltern nachzugrübeln. Mein Vater, ich nicht, wie früh ich drum so
populärste Szene des deutschen Sagenschatzes. Siegfried erschlägt den Drachen. Nach dem Genuss einiger Blutstropfen des Ungeheuers versteht er unversehens die Sprache eines Waldvogels, der ihm, wie das Waldvögel so machen, einen Rat erteilt. Siegfried dürfe sich von den Nibelungen schätzen, vor allem Ring und Tarnhelm nicht entgehen lassen. Ohne die geringsten Anzeichen von Neugier stapft Siegfried in die Schatzkammer, findet Ring und Tarnhelm, kommt lustlos wieder ans Tageslicht und begegnet Mime, der ihm eine sehr unbekömmliche Erfrischung reicht. Siegfried riecht den Braten und das ist das Ende der Beziehung. Von Siegfrieds Schwert nur leicht touchiert, haucht Mime sein Leben aus. Schon ist das Waldvöglein wieder zur Stelle und verheißt nun Siegfried etwas, das er noch nie gesehen hat. Eine Frau. Siegfried ist entzückt. Er kann ja nicht ahnen, was das bedeutet. Unter der Führung des Waldvögeleins stürmt er jubilierend in sein Verhängnis. Eine Stunde später trifft er auf seinen Großvater, der sich nicht zu erkennen gibt. Wotan will sich eigentlich nur davon überzeugen, dass dieser junge Mensch in aller Unschuld das Zeug dazu hat, Rechte und Pflichten des zusammenbrechenden Götterregimes zu übernehmen. Aber dann geht es Wotan eben doch gegen den Strich, so sang- und klanglos den Weg zu seiner Tochter und das Feld zu räumen. Mit seinem Speer pariert er den ziemlich unverschämten Siegfried. Der aber greift zum Schwert und zertrümmert das göttliche Machtsymbol. Eine Szene, die Väter, Großväter und Schwiegerväter nicht gerne sehen. Nach dieser letzten Auseinandersetzung mit der jungen Generation hat Wotan die Bühne der Oper und des Weltgeschehens für immer verlassen. Siegfried dagegen bläst munter sein Horn und durcheilt die Feuersbrunst. Auf sonniger Höhe stößt er auf einen schlafenden Krieger, dessen Atmung offensichtlich
durch seinen Brustpanzer beeinträchtigt wird. Kaum hat Siegfried das schwere Oberteil geöffnet, wölbt sich ihm der Busen eines hochdramatischen Soprans entgegen. Nachdem sich der Held von diesem Schock erholt hat, macht er eine durchaus richtige Beobachtung. Das ist kein Mann. Zum ersten Mal in seinem Leben empfindet er nackte Furcht und verhält sich wie alle jungen Männer in dieser Situation. Er schreit nach seiner Mutter. Wenig später erwacht Brünnhilde, an der die 20 Jahre spurlos vorübergegangen sind, und ein gesunder Eros bricht sich Bahn. Thank you.
Götterdämmerung äußern sich drei Damen unterschiedlicher Stimmlage ziemlich deprimiert über das drohende Ende der alten Welt. Es sind Normen, Schicksalsgöttinnen also, die beruflich mit diesen Dingen zu tun haben. Umso schlimmer, dass ihnen der Schicksalsfaden reißt, an dem sie schon des Längeren spinnen. Schicksalsfäden sind eben auch nicht mehr das, was sie mal waren. Zum Glück wird das Stimmungstief von einem Orchesterzwischenspiel überbrückt. Als Morgendämmerung erhebt es sich vom kleinen Klarinettenthema ins Fortissimo des Sonnenaufgangs. Es scheint ein Strahl. Siegfried und Brünnhilde, die Jungvermählten, sind bester Laune. Das überrascht insofern, als Siegfried gerade seine Sachen packt, um ohne seine Frau eine zeitlich unbegrenzte Abenteuerreise anzutreten. Die Neigung zu derartigen Eskapaden liegt ja seit Großvater Wotan leider in der Familie. Immerhin lässt Siegfried als Unterpfand der Treue sein wertvollstes Teil zu Hause, seinen Ring, dessen verheerende Wirkung beide nicht kennen. Nach jubilierendem Abschied macht er sich mit Brünnhildes Pferd Grane, seinem Schwert, dem Horn, der Tarnkappe und mit einer Unzahl von Leitmotiven auf den Weg. Hier endet das Vorspiel. Mit Beginn des ersten Aktes befinden wir uns am königlichen Hofe der Giebichungen. Anwesend sind Gunther als unverheirateter Familienvorstand, seine ebenfalls ledige Schwester Gudrune und Hagen, ein Halbbruder Gunthers. Zum Verständnis der folgenden haarsträubenden Intrige gehört die Kenntnis gewisser Familieninterna im Hause Giebichum. König Gunthers Mutter war vor Jahren ausgerechnet dem hässlichen Klassenfeind Alberich gegen Bargeld zu Willen gewesen und hatte ein Kind bekommen, Gunthers Halbbruder, den Bastard Hagen. Seit dieser missgelaunte schwere Bass mit Siegfrieds bevorstehender Ankunft rechnet, ist er von dem Gedanken besessen, den Ring zurückzugewinnen, der seinem Vater Alberich von Wotan entrissen wurde. Die beste Voraussetzung aber ist hierfür die Zerrüttung der Ehe Siegfrieds, der im offenen Kampf nicht zu schlagen ist. Mühelos gelingt es Hagen, den eitlen Gunther auf Brünnhilde scharf zu machen und der törichten Gudrune den schönen Siegfried zu versprechen. Diesem prominenten Helden müsse man nur mit Hilfe von Alkohol und Drogen gewisse Hemmungen nehmen. Vorsorglich verschweigt Hagen den kleinen Schönheitsfehler, dass Siegfried und Brünnhilde zurzeit noch glücklich verheiratet sind. Schon hört man von draußen das Horn, der erhoffte Besuch steht vor der Tür. Thank you.
ersten Schluck aus Hagens üblen Willkommensbecher zeigt Siegfried noch keine Wirkung. Aber dann verlässt ihn innerhalb eines Augenblickes sein Erinnerungsvermögen. Über die plötzlich aufflammende Leidenschaft zu Gudrune könnte man hinwegsehen. Vorkommnisse dieser Art liegen im Toleranzbereich jeder Urlaubsreise. Und Gudrune gilt ohnehin als Sonderfall. Sie ist, wie man weiß, unter allen in der Ring-Tetralogie auftretenden Frauen als einzige nicht Siegfrieds Tante. Vielmehr zeigt sich die schauerliche Verwandlung Siegfrieds in der Bereitschaft, seine eigene Frau Brünnhilde gewaltsam zu entführen und zur Braut Gunthers zu machen. Umgehend wird die Ausführung der Untat durch Blutsbrüderschaft bekräftigt und männlich gröhlen beschworen. Die Bühne leert sich. Nur Hagen bleibt zurück und besingt die bevorstehende Katastrophe mit einer Arie. Thank you.
Inzwischen hütet Brünnhilde das Heim und gedenkt liebevoll ihres fernen Ehemannes. Überraschend erhält sie Besuch von Waltraute, einer Walküre, die trotz strengsten Verbotes aus Walhall herübergeritten ist, um bei der Schwester Brünnhilde ihr Herz auszuschütten. Sie schildert den trostlosen Zustand Wotans, des an Leib und Sehne gebrochenen Vaters, und beendet ihren Bericht mit düsteren Worten, die Wotan wie im Traum gesprochen habe. Von einem Fluch würden Gott und die Welt befreit, wenn Brünnhilde sich entschließen könne, ihren verdammten Ring den Rheintöchtern zurückzugeben. Da gerät Brünnhilde aus bedrohlicher Ruhe in helle Empörung. Der Ring sei das Liebespfand ihres Ehemannes und bliebe da, wo er hingehöre, an ihrem Finger. Im Übrigen könne sich Waltraute das Glück der Welt und ihrer Götter, einschließlich aller Staatsmänner und Nationen, getrost an den Hut stecken. Thank you.
Noch während Waldraute unverrichteter Dinge zurückgaloppiert, erschrickt Brünnhilde zu Tode. Ein wildfremder Mann steht in der Tür und begehrt sie zum Weibe, ohne sich vorgestellt zu haben. Eine Situation, die tausende von Jahren später niemanden mehr wundern wird. Hier aber wehrt sich Brünnhilde noch mit aller Kraft, bevor sie dem Unbekannten erliegt. Es ist Siegfried, der mit Hilfe der Tarnkappe Gunders Gestalt angenommen hat und sicherheitshalber eine Quinte tiefer sinkt als gewöhnlich. Nach kurzem Handgemenge reißt er Brünnhilde den Ring vom Finger und zwingt sie, die Bettstatt mit ihm zu teilen. Unmittelbar darauf sinkt er so hoch wie früher und versichert später jedem, es sei sonst nichts vorgefallen. Erst auf dem Rückweg im Frühnebel tauschen Siegfried und der echte Gunther unbemerkt ihre Rollen. Sodann eilt Siegfried voraus nach Giebichung in die Arme Gutrunes. Wenig später, beim großen Empfang in Giebichung, erkennt Brünnhilde den gestohlenen Ring an Siegfrieds Hand. Mit einem gellenden Aufschrei entlarvt sie den eigenen Mann als Täter. Siegfried zeigt nicht den geringsten Gewissensbiss. Im Gegenteil, er scherzt noch ziemlich unpassend: Gunther, deinem Weib ist übel, beschwört seine Unschuld und geht mit Gudrune schäkernd nach rechts ab. Die Entrüstung der Zurückbleibenden nutzt Hagen zur Forderung nach Rache für die allerseits erlittene Schmach. Es erhebt sich kein Widerspruch. Brünnhilde verrät sogar Siegfrieds schwächsten Punkt. Dieser befinde sich, anders als sonst bei Ehemännern, auf seiner Rückseite. Damit ist Siegfrieds Ende besiegelt. Tags darauf lagert eine Jagdgesellschaft im Walde, falls das ein zeitgenössischer Bühnenbildner zulässt. Außer den Treibern erkennt man Siegfried, Gunther und Hagen. Ein herber Landwein kreist und Siegfried erzählt auf allgemeinen Wunsch aus seinem Leben. Kurz vor Erreichen der Gedächtnislücke praktiziert ihm Hagen eine Gegendroge ins Trinkhorn. Schon nach dem ersten Schluck setzt Siegfrieds verlorenes Erinnerungsvermögen peinlich präzise wieder ein. Entzückt schildert er den Weg in die Arme seiner Braut Brünnhilde und überführt sich damit selbst des Meineids. Lustvoll stößt Hagen den Speer in Siegfrieds ungeschützten Rücken. Thank you.
Leiche Siegfrieds ist in der Halle der Giebichungen aufgebahrt. Lauthals brüstet sich Hagen mit seiner Untat und verlangt als rechtmäßige Beute den Ring vom Finger des Toten. Gunther widersetzt sich und wird der Einfachheit halber umgebracht. Aber bevor Hagen den Ring berühren kann, der in drei Generationen und vier Opern Götter, Riesen und Menschen ruinierte, erhebt sich warnend der Arm des toten Siegfried. Im allgemeinen Entsetzen eröffnet Brünnhilde das Finale mit einem Liebesbekenntnis zu ihrem Mann. Sie lässt einen Scheiterhaufen errichten für das Ende an seiner Seite. Ungehindert streift sie den Ring von Siegfrieds Hand, um ihn endlich den Töchtern des Rheins zurückzugeben. So nutzt sie die letzten Minuten ihres Lebens zur Abrechnung mit der unfähigen Götterfamilie und zur erlösenden Tat. Dann beginnt der Albtraum der Bühnentechnik. Brünnhilde gibt ihrem Pferd die Sporen und springt in das Flammenmeer, von dem auch Walhall verschlungen wird. Der Fluss wogt über die Ufer, die Rheintöchter halten den Ring wieder in ihren Händen und ziehen Hagen in die Tiefe. Nicht gerade ein Happy End also, aber der Urzustand der Unschuld ist fast wiederhergestellt. Die Partitur lässt einen neuen Anfang zu. Noch bleibt uns die Hoffnung, es werde so manches auch unseren Göttern dämmern, ehe der Vorhang endgültig gefallen ist.